Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Kollegin, ich habe Ihnen wirklich die Gelegenheit gegeben, in meiner Rede sich zu erklären und finde es unglaublich, dass Sie nach dem, was Sie vorher gemacht haben, es hier noch nicht mal für nötig befinden, im Parlament darzustellen, warum Sie dort mit NPD-Lern zusammengestanden haben und verhindern wollen, dass dort auch geflüchtete Frauen untergebracht werden sollen in diesen Unterkünften. Ich frage mich wirklich, wie Sie als frauenpolitische Sprecherin noch glaubwürdig Politik machen können, wenn Sie sich hier hinstellen und das vortragen, was Sie angeblich in diesem Senat machen und was Ihre Koalition will, und sich gleichzeitig in einer Initiative, in einer tragenden Rolle gegen Menschen, gegen Frauen, gegen Familien, gegen Kinder wenden, die dort nicht hinkommen sollen, und dafür bereit sind, sogar in Kauf zu nehmen, dass Rassisten, Nazis, neue, alte NPDler und AfDler und wie der ganze Kram da heißt, dass sie von denen unterstützt werden, mit denen gemeinsam auf der Straße stehen. Ich meine, das kann Ihnen doch nicht egal sein. Gleichzeitig ist doch Ihr Senatsmitglied Herr Chaya, der in allen Senatssitzungen eingebunden war, der diesen Standort mitgetragen hat. Ich verstehe wirklich nicht, haben Sie denn als Abgeordnete keine andere Gelegenheit, keine andere Möglichkeit, Ihre Bedenken gegen den Standort vorzutragen, als in einer Reihe mit der NPD? Es will mich nicht überzeugen, ich kann es nicht verstehen. Und ich bin emotional, und dazu stehe ich auch. Und deswegen würde ich Sie wirklich noch mal bitten, sich hier dazu zu erklären, was Sie dort mit der NPD vor Ort an gemeinsamen Aktionen auch weiterhin planen und was Sie tun, um tatsächlich das, was wir heute hier besprochen haben, nämlich eine Versorgung, Unterstützung für geflüchtete Frauen zu gewährleisten. Eines von beiden geht nur. Und Frau Vogel, Sie müssen sich entscheiden. Wollen Sie was für die geflüchteten Menschen tun oder wollen Sie mit der NPD gemeinsam eine Flüchtlingsunterkunft verhindern? Und sind Sie dafür wirklich bereit, sich aus der Gruppe, Sie haben es doch hier mitgekriegt, der Demokraten zu verabschieden? Ist Ihnen dieses Anliegen so wichtig und sind Sie da bereit, mit jedem sozusagen dagegen zu protestieren? Es wäre wirklich schade, weil wir in diesem Parlament, in diesem Haus mal einen Grundkonsens hatten, Kollegin, dass die Demokraten zusammenstehen gegen Nazis und Rassisten. Dankeschön. Als nächstes erteile ich zu einer weiteren Kurzintervention der Kollegin Barbara das Wort. Sommer das Wort, bitteschön. Ja, ich will nur zwei Punkte ansprechen. Und zwar, Frau Vogel, Sie haben hier die Situation nutzen können und sich tatsächlich von Ihren Äußerungen, die Sie auch auf dieser Demonstration Seite an Seite mit der NPD von sich gegeben haben, zu distanzieren. Das haben Sie nicht gemacht. Das ist eine Schande für das Hohe Haus, dass Sie sich hinstellen und auch noch über die Situation, besondere Situation der geflüchteten Frauen hier reden. Und ich finde, Sie haben nicht das Recht dazu, solange Sie sich von Ihrer Position nicht distanzieren. Darüber hinaus frage ich die CDU mal. Die Fälle in der CDU häufen sich im Moment. Auch der Abgeordnete Danny Freimark in meinem Wahlkreis in Hohenschönhausen hat Seite an Seite mit der AfD und auch der NPD gegen Flüchtlingsunterkünfte mobil gemacht. Ganz geschweige von diesem ganzen Skandal mit dem Video in Riga. Ich bemerke das noch an hier, wie tief ist die CDU gesunken, dass sie mit Nazis und Rechtspopulisten gemeinsame Sachen macht. Politische Erklärung abgeben. Widerwärtig, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, weitere